Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen 18. Dezember hier beim JFD Devisenradar. Ich grüße Sie ganz herzlich und möchte Sie heute vor dem Wochenabschluss nochmal auf die Reise mitnehmen zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, welches wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit hier im Fokus hatten. Und wie Sie ja auch anhand der heutigen Headline schon entnehmen können, hatten wir da eine gewisse Symmetrie. Neben dem Euro-US-Dollar, wo wir unlängst auch wieder ein Harmony-Pattern entdeckt, lokalisiert hatten, hier im großen Monatschart, ist es hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar viel einfacher gewesen, in Anführungszeichen, nämlich hier im Tageschart. Ich zoome mich mal ein Stück weit raus, lassen Sie sich nicht erschrecken durch die vielen, vielen Linien. Ich werde das mal kurz hier anpassen und die Level vielleicht mal ein Stück weit ausblenden. Da wird es dann nämlich deutlicher. Man sieht hier sehr schön die Fibonacci-Verhältnisse in Sachen Bewegungsimpulse der letzten Abläufe seit September, der letzten Korrekturabläufe. Und da ist sehr schön zu sehen, wie ein jedes Mal nahezu das Währungspaar am goldenen Schnittlevel, am 61,8er-Level sozusagen, eine Umkehr erfuhr. Ich habe jetzt mal die Anlagepunkte 0,100%, also die Wegstrecken mal selber rausgenommen und nur die entscheidenden 61,8er Level im Chart gelassen. Und wie damals auch schon im Devisenradar da vor längerem dargestellt, ergab sich oder ergibt sich eben eine Chance, wenn man nach einem Ausverkauf eine Gegenbewegung sieht, wie beispielsweise hier Ausverkauf vom Pfund Ende August bis Anfang September, dann Rücklauf und hier im 61er Level, 62er Level rund, 61,8er Fibonacci Level, ein Stopp der Bewegung. Das ist sozusagen einer der letzten Umkehrpunkte, wo gewisse Preisverläufe stoppen, Schrägstrich wieder abdrehen sollten, sofern sie die vorangegangene Abwärtsrichtung sozusagen wieder aufnehmen wollen. Und genau das hat das Pfund sozusagen hier Mitte September gemacht. Es kam ein neues Verlaufstief, wenn auch nur marginal. Es wurde unterschritten. Von diesem Level ausgehend, oh siehe da, hier das 61,8er Level, ging es wieder in diesen Bereich, hier sehr schön eben umkreist. Und genau hier geriet der Preis wieder ins Stocken und sackte letztlich nach unten ab. Interessant war hier auch die Situation, dass wir hier einen Horizontalwiderstand haben, Schrägstrich hatten. Dieser existiert immer noch hier im Bereich 1,5475. Hier hat sich das Währungspaar mehrfach den Kopf gestoßen. Dann gab es eine erste Ausverkaufswelle und dieser Rücklauf hier war sicherlich tricky, denn von Ende Oktober bis Anfang November hat sich das Währungspaar nach diesem Einschlag hier in diese Korrekturwelle nach dem Touch des 61er Levels dann doch nochmal hier zu einer Gegenbewegung aufgemacht und hier sind sicherlich einige Marktteilnehmer wieder aus der Position rausgegangen, da eben hier kein neues Verlaufstief gemacht wurde, aber eben auch kein neues Verlaufshoch mit dem Hochpunkt hier vom 2. November bei 1,5497 wurde der Widerstand Intraday bei 1,5475 zwar überschritten, doch Sie sehen ja, der Tagesschluss war drunter. Und auch dann unterhalb des 61,8er Levels. Und dann folgte das, was fast schon folgen musste, der nächste Ausverkauf. Neues Verlaufstief. Es erfolgte wieder eine Erholungsbewegung und siehe da, beim 61,8er stoppte die Bewegung erneut. Neue Korrekturbewegung bis zuletzt hier Anfang Dezember. Und jetzt gab es wieder eine Rücklaufbewegung. Und das ist das, warum wir das Paar auch heute im Fokus haben. Denn auch hier keine Überraschung für Sie, erfolgte erneut ein Drehen im 61,8er Bereich. Und da soll nochmal jemand sagen, dass hier praktisch die Proportionen der Verhältnismäßigkeiten im Hintergrund der Fibonacci Retracement Levels, der Fibonacci Relationen keine Rolle spielen. Es geht nicht genau um die 61 oder 62,8. Man kann auch fast schon sagen, die Zweidrittelkorrektur ist immer ein guter Ansatzpunkt, um mögliche, Sie sehen es ja hier, Abwärtsbewegungen wieder zu befeuern. Und genau das ist eben unlängst auch hier passiert zur Mitte des laufenden Monats. Jetzt eben die letzten Tage sehr, sehr schwach. Das britische Pfund deutlich abgekippt. Und jetzt müssen wir uns nochmal rauszoomen. Haben wir nämlich hier die Situation, dass wir hier an einem Unterstützungsbereich angelangt waren gestern und heute sogar schon wieder oder gestern sogar unterschritten haben und heute auch nochmal weitere Schwäche erfahren. Das ist jetzt ein Stück weit kritisch, aber wir haben ein neues Verlaufstief gemacht und jetzt ist eben die Gretchenfrage, wie kann es jetzt weitergehen? Grundsätzlich, ich gehe gleich zum Tageschart zurück, haben wir hier im Monatschart, halt Wochenchart ist das, nicht Monatschart, die Situation, dass wir hier diese große Unterstützung sehen, die auch hier aus dem Jahr 2013 herrührt. Hier der Doppelboden mit positiver Divergenz bei einigen Indikatoren führte schlussendlich hier zu einer starken Aufwertung des Pfunds, auch vor dem Hintergrund der Fantasie von Zinsanhebungen in UK. Das relativierte sich dann recht schnell, auch weil dann eben hier zur Mitte 2014 im Sommer der US-Dollar-Bias in Sachen Zinsanhebung, was ja auch zuletzt geschehen ist, präferiert wurde. Seither, wie gesagt, starke Abwertung, dann wieder mal ein Impuls und jetzt sind wir hier seither in einem Abwärtstrendkanal gefangen.
Der ein oder andere mag hier auch eine bullische Flagge interpretieren. Dafür ist er aber doch schon ein Stück weit zu ausgedehnt. Grundsätzlich hier Abwärtsbewegung. Und wir sind jetzt hier an dieser unteren Trendlinie. Das ist interessant, dieses Kanals. Und sind auch unmittelbar hier an diesem Unterstützungsbereich um 1,4860, 1,4850. Die laufende Woche, Sie sehen es, denkbar schlecht, gar keine Frage. Faktisch aber hier Reaktionspotenzial nach oben gegeben. Also, wenn wir jetzt in der nächsten Woche, Schrägstrich heute, nicht signifikant nach unten abdrehen und hier unter 1,48 kippen, dann wäre hier Reaktionserholungspotenzial möglich, was dann auch, und jetzt gehen wir wieder in den Tageschart, mit Rückkehr über das Level hier, Horizontallevel um 1,4950, dann theoretisch eine Erholungsbewegung zulassen könnte, obgleich ich mir vorstellen könnte, dass wir hier ein Stück weit tiefer noch gehen. Also auch heute hier, vielleicht am Freitag, nicht unbedingt der beste Tag, long zu gehen. Warum? Weil die Wochenstatistik hier, Sie sehen es mal gerade eben, mit 35% positiver Schlusspreise einer der schlechtesten Werte überhaupt ist. Also der Dollar generell am Freitag sehr, sehr stark, spricht auch dafür, dass US-Dollar-Cut zum Beispiel. Zeige ich Ihnen gerne wieder, Sie als Zuschauer werden es aber wissen, hier zum Beispiel mit 76% positiver Schlusspreise aufwartet. Das passiert nicht immer, aber eben doch sehr häufig, dass der Freitag positiv endet und heute beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar auch hier am Freitag eben nur 35% positiver Bias. Also heute könnte es durchaus nochmal einen Tiefschlag geben, neues Verlaufstief, was eben hier zum Wochentag und zur aktuellen Bewegung passt, aber irgendwo hier von diesem unteren Level ausgehend, da nochmal kurz in den Wochenchart. Also, wenn wir jetzt hier nicht unbedingt deutlich unter 1,48 fallen. Entweder heute Morgen, dann auch vielleicht zum Tagesschluss wieder eine Erholung sehen. Aber hier ist so ein Spike nach unten, wäre hier durchaus eine mögliche Einladung, um auf ein Gegenbewegungsmanöver zu setzen. Kommt der natürlich nicht, also stabilisiert sich der Preis hier oberhalb von 1,48 nicht, dann kann es auch relativ zügig hier weitergehen in Richtung 1,46, hier zu diesen Tiefs vom Frühjahr des laufenden Handelsjahres. Tatsache ist, wir sind aktuell in einem laufenden Abwärtsimpuls, aber sobald eine Stabilisierung Einzug hält, scheuen Sie sich nicht von einem Punkt, von einem gewissen Ausgangspunkt. Das Hoch steht ja fest. Moment, muss man mal fixieren. Das Hoch steht fest. Das Tief muss erst noch gefunden werden. Aber wenn das Tief gefunden wurde, von diesem Niveau aus Fibonacci anzulegen und dann einfach mal abzuwarten, was passiert, wenn der Preis erneut dieses Level touchiert, würde dann ergo so aussehen. Und dann müsste man mal aufpassen, ob der Preis hier in dieser Region dann wieder nach unten abdreht. Ja, also ob die Symmetrie sich hier eben weiter fortsetzt, sicherlich nicht grenzenlos. Irgendwann wird der Preis auch zwangsläufig eine Umkehr erfahren und hier deutlich nach oben aufdrehen. Das wird sicherlich früher oder später auch passieren. Das kann man nicht ausschließen, machen wir einen grauen Pfeil, weil noch ist alles hier im Abwertungsmodus. Aber grundsätzlich will ich Sie dafür schärfen oder das Auge sensibilisieren, dass der Markt eben hier in diesem Bereich durchaus gute Chancen besitzt, dann wieder nach unten abzudrehen, sofern sich die Trendfolgesymmetrie eben fortsetzt. Grundsätzlich die Saisonalität, Sie haben es vielleicht jetzt auch gerade schon mal gesehen, bis kurz nach Heiligabend, also bis zu den Weihnachtsfeiertagen, nach unten gerichtet, dann Ende Dezember ist hier ein möglicher Erholungsimpuls denkbar. Schauen wir noch mal ein Stück weiter in den Januar hinein. Grundsätzlich also kurzfristig weitere Schwäche möglich. Dann Januar RC, bevor es dann im Februar rein saisonal auch wieder nach unten geht. Also richtig bullisch wirkt das hier alles überhaupt nicht. Aber grundsätzlich hätte der Markt rein technisch gesehen eben hier kurzfristiges Erholungspotenzial. Und dann könnte es auch hier, und das passt doch ganz gut in die Saisonalität, müssen wir natürlich nur ein Stück weit alles ausdehnen vom Zeitfenster her, dann eben hier doch im nächsten Jahr auch neue Tiefs möglich werden. Also es könnte hier durchaus passieren. Stundenchart ganz kurz hier. Mega abwärts gerichtet, da brauchen wir gar nicht so viel Gedanken drauf verlieren. Schauen wir uns lieber mal den Intraday-Chart kurz an zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Da zeige ich Ihnen auch gerne den Rainbow, weil wir so eine wunderschöne Abwärtstendenz haben hier im M15. Der Markt hier mega abwärts gerichtet. Hier sozusagen die Asia-Range, da gab es einen Ausbruchsversuch. Pivotpunkt konnte nicht nachhaltig überwunden werden. Hier vor Wochentief, vor Monatstief, alles unterschritten. Also hier die Trendfolge, gerade vor dem schwachen Wochentag, den wir ja haben. Hier definitiv für heute auch denkbar negativ und das soll heißen, gerade hier auf den Chart bezogen, wenn es hier unter das Tief der Asia-Range geht, das wären dann hier Ergo-Preise bei, hole ich mir mal kurz den Reiter, da geht es schneller,
48, 85, 48, 86, genau. Dann muss man mit einem Test des Vortagestief rechnen und die True Range grundsätzlich erlaubt dann sogar Potenzial in Richtung 1,48. Also, ob das heute passiert, muss man mal abwarten, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr signifikant die aktuelle Schwäche beim britischen Pfund und trotz neuer Tiefs erscheint eine nahende Gegenbewegung dann in Kürze nicht überraschbar, die man dann eben am 61,8er Level durchaus wieder einfangen könnte. So dann, liebe Zuschauer, wären wir auch schon durch mit dem heutigen Radar. British Pfund US-Dollar auf jeden Fall interessant. Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gesagt, schauen Sie in der nächsten Woche nochmal rein. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis: Bis zum Dezember haben wir hier das Prepaid Commission Programm für 30% Rabatt bis zum 24.12. Egal welche Summe. Reduzieren Sie Ihre Handelskosten auf der JFD-Startseite hier ganz leicht zu finden. Ein Klick genügt und dann können Sie hier zum Geburtstag von JFD auch sich einen Handelsrabatt holen. Hier mit reduzierten Gebühren auf der Startseite direkt zu sehen. Den Tipp gebe ich Ihnen, gerade wenn Sie Intraday unterwegs sind, ein Vorteil, den man sich hier nicht entgehen lassen konnte. Sollte. Und das natürlich dann auch vor dem Hintergrund, dass hier keinerlei Fakes oder irgendwelche zeitlichen Begrenzungen vorherrschen. Also die reduzierten Gebühren kaufen Sie sich einmal an und haben sie dann so lange, bis sie eben aufgebraucht sind. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen schon mal vorab ein schönes Wochenende. Noch eine gute Zeit, wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.